halt nachher auf jeden Fall, da werden wir mal ein bisschen rumlaufen. Das können wir tun. Aber jetzt muss ich erstmal einchecken, Toilette. Und ja. So, willkommen zum nächsten Vlog hier auf Parks and Funfairs. Ist zwar noch derselbe Tag wie Drayton Manor, aber ich starte den Vlog jetzt schon mal, weil es ist schon mal was Besonderes. Ich schlafe nämlich im Alton Towers Hotel selbst und das sieht schon echt gut aus vom ersten Eindruck. Ich zeige euch mal jetzt gleich mal den Brunnen hier, der ist super skurril, aber schön. Und das Hotel sieht auch echt schick aus. Wenn das nicht mal schick aussieht. Nice, nice. Schon cool. Wow. What? Open the key. The key, the door. Ui, ui, ui. Muss man hier? Das ist nicht der Arctic Blue. Doch, das ist der. Nein, das ist der nicht. Hast du echt schwer, Junge? Ja, es hat schon was, aber ich habe irgendwie ganz anderen Raum erwartet. Naja. Der sieht trotzdem, das sieht auch cool aus mit dem Fernseher hier. Also Shampoo providen die aber nicht so richtig, ne? Das ist alles, was wir Shampoo haben. Ja, das ist halt so. Ich habe aber was dabei. Alles, was man am Shampoo hat. Oh, okay. You're sweet. Und da wären wir. Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen vor Alton Towers noch. Wir betreten den Park jetzt gleich. Das erste Mal übrigens von dem Seiteneingang hier. Direkt bei Galactica. Hier dürfen Hotelgäste nämlich rein. Im Morgen. Grauen. Ja, kurz vor Parköffnung immer. Und ja. Jetzt werden wir mal direkt wahrscheinlich Nemesis fahren und danach Galactica, weil es halt wirklich direkt hier ist. Und da kommt schon eine Bahn, glaube ich. Wir sind da. Alter, diese Musik macht schon so viel aus, ne? Das ist so krass. Also mein letzter Besuch ist jetzt 4 Jahre her. Es gibt wieder einiges Neues hier zu entdecken. Und ich bin minimal gehypt. Und da ist das Restaurant. Da gehen wir heute Abend auf Essen. Aber jetzt geht es erstmal in den neuen Nemesis-Bereich. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt drauf. Ah, hier kommt der Topspin, glaube ich, hin. Der neue. Eieieiei. Endlich wieder Nemesis fahren. Und jetzt einmal komplett retracked. Dieses Jahr ist das nämlich die Neuheit. Jede einzelne Schiene und Stütze wurde hier ausgetauscht. Und boah, das neue Theming sieht so stark aus. Es geht los.
So, wir kommen aus Nemesis Reborn. Also, ja, fährt sich weit. Aber ich fand die alte Nemesis auch nie wirklich schlagend. Aber das ist halt einfach so, damit eine Bahn halt länger leben kann. Hoodie ist komplett geretrackt. Das Theming, das neue, ist saugut. Also 10-mal besser als das alte. Der erste Corkscrew, der whippt dich so extrem einmal rum. Das hast du eigentlich fast bei keinem anderen Inverter, vielleicht bei Monster und Valigator noch. Das ist echt krass, wie du da rumgezogen wirst. Die Zero-G über die Station mit dem riesen Theming-Objekt ist ultra nah an der Fassade. Das macht richtig Bock. Die Bahn gibt mir immer so ein bisschen Mamba-Vibes, weil die immer so im Boden fährt, durch Tunnel fährt und so. Ich fand sie jetzt aber besser als die Black Mamba. Anna auch? Ja. Lukas? Wie fandst du's? Ich find's schwierig. Ich hab noch keine klare Meinung dazu. Ich find beide sehr gut. Ja. Aber irgendwie... Das Theming ist halt hier auch sehr stark. Boah, das Theming ist so stark, wenn du von da oben runter guckst. Das sieht so gut aus mit dem Nebel und allem. Boah, toll. Ach, der Soundtrack war mega toll. Ja, der Soundtrack ist mega toll. Der Soundtrack war echt... So, und jetzt? Ja, das wollte ich mal sagen, das ist halt leider... Nur im Einzugbetrieb heute, Nemesis. Aber sie hat uns sofort gewarnt. Die da vorne stand und sofort gesagt, dass die heute nur Einzug. Gut, dass wir das als erstes gemacht haben. Ja, und dass es dir leid tut, das hat länger dauert. Und jetzt geht's auf Galactica. Ich liebe sie. Ich liebe Galactica so sehr. Ich hatte beim letzten Mal was eine meiner Lieblingsbahnen nach Smiler. Es ist nichts Tolles, aber es macht so Spaß. Ich find's so cool, das Teil. Lukas, erster B&M-Flyer. Annes, erster B&M-Flyer. Dein zweiter Flyer überhaupt. Das war mein allererster Flying Coaster, by the way. Ach schön, ich freue mich auf Galactica. Auch hier wieder ein Bomben-Soundtrack von Imascore. Und ja, ich will jetzt einfach nur noch fahren. Also bis gleich. Das hier war auch, by the way, der Prototyp von einem Flying Coaster von B&M. Oh, ist das toll. Hier, Schmauki, kommen G-Kräfte. Du hast zwei Stations. Ja, aber die wurde letztes Mal gar nicht benutzt. Das hier war auch, by the way, der Prototyp von einem Flying Coaster von B&M. Und jetzt... Galactica, immer noch eine wundervolle Bahn. Ist zwar jetzt nicht allzu spektakuläres, aber was sagt ihr zu eurem ersten B&M Flyer? Gut, sehr, sehr gut. Das Fly-to-Lie ist gar nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt hatte. Nein, das war einfach aber nur Spaß. Spaß in die Bahn. Sehr gut. Von Anne. Ich fand die Bahn echt gut. Ich habe mir sehr auch bequem vorgestellt, aber war es gar nicht. Die war eigentlich ganz. Ich finde es auch tatsächlich angenehmer als die Fly-Züge, weil diese Westen, die drücken nicht so krass wie bei Fly. Und die Liegeposition mit dem 90, also angewinkelt, anstatt dieses bisschen, die sind ja ein bisschen so 15 Grad angewinkelt bei Fly, finde ich hier auch besser, weil dadurch hast du immer freie Sicht und guckst nicht auf die Füße vor dir und bist quasi überall in der ersten Reihe. Also, nein, aber du siehst halt immer was, das ist cool. Puh, schöne Bahn. Nur diese Anstellschlangen, die sind hier so bergig bei den zwei Bahnen, das ist echt krass. Gut, dann geht's jetzt mal weiter. Wickerman könnten wir als nächstes tatsächlich gut machen. 10 Minuten. Oder den Powered Coaster. Ich glaub, der liegt dazu, Spinball Wizard zu und 13 hat auch zu. Oh wow. Vielleicht machen die aber auch später auf Rita und 13, weil das ist ja ein Bereich. Ja, das ist so krass. Hier haben wir auch tatsächlich Nemesis Subterra wieder.
Es war ja bei mir 2020 nicht mehr in Operation, wurde jetzt Gott sei Dank wiederbelebt. Da habe ich auch richtig Bock wieder drauf. So, wir gehen jetzt hier straight auf The Curse, auf Alten Männer zu. Machen wir jetzt noch nicht, weil die zwei Nasen natürlich counten wollen. Aber das ist so cool. Good morning. Oh, das sieht so wild aus. Also das war früher Duel, das bin ich ja auch noch gefahren. Ich bin mal gespannt, wie sie sich jetzt verändert haben. Oh, ich hab schon so Bock drauf. Aber wegen den zwei Nasen muss ich ja erstmal hier counten. Wir sind bei Wickerman angekommen, in der Hoffnung, das jetzt zu fahren. Und ja, habe ich als ganz okay in Erinnerung, bin es aber nur einmal in der Mitte gefahren. Es gibt viele, die das Ding hochhalten. Ich bin zwar gespannt, wie es dieses Mal wird. Ja, optisch ist es auf jeden Fall auch eine der schönsten Bahnen im Park. Vor allem mit dem Wickerman da vorne. Da ist er. Das ist natürlich mega geil. Was für ein Knoll das ist, ne? Das ist so krass. Mega. Ich lieb's hier. Ja. Das ist so geil mit dem ganzen Schienenknäuel hier. Wirklich, also ich habe, so, wir sind reingegangen und ich habe zum ersten Mal auch die Pre-Show gesehen, die war Corona-mäßig natürlich 2020 geschlossen, aber richtig gute Pre-Show, das ist einfach so ein, also das ist quasi der Kopf, wo du drin stehst und dann wird dir die Story erzählt mit einem, Spoiler, mit einem riesigen Kopf, der Projection-Mapping angestrahlt wird und dann, ja, dir halt sagst so, von einem Ritual, dann musst du halt geopfert werden für den Wickerman und so. Das ist sehr geil gemacht. Und dann haben wir tatsächlich Spectro bekommen. Ich saß das letzte Mal und einzige Mal auch nur bis jetzt in der Mitte. Das war nicht so cool, aber Leute, ich hatte Ejector Airtime auf dem GCI. Alessio. Also Alessio ist ja morgen noch mit mir hier. Das muss ich dir zeigen. Das ist ja, was? Das ist ja super geil. Ich habe die Bahn bei weitem nicht so gut in Erinnerung gehabt. Auch Anne fand sie super. Echt, das ist mega. Ich glaube, das ist eine meiner Lieblingsattraktionen. Also ja. Wegen Storytelling-mäßig und dann die ganzen Effekte mehr an der Bahn. Soundtrack und all die Q-Line, die ist schon so geil und stimmig. Und dann diese Fahrt und alle, auch diese dunklen Tunnel, wo man einfach gar nichts sieht und dann runtergerissen wird. So viel Nebel in der ganzen Bahn. Ja, das ist so geil gemacht. Und dann mit Geruchseffekten in der Pre-Show auch noch. Und. Also richtig geiles Gesamtpaket. Warum das jetzt ein Family Coaster ist mit so einem Theming, weiß ich nicht. Aber das mögen die hier auch sehr gerne. Aber das war gerade. Hä? Das war so gut. Auch wenn ich den Lift immer noch nicht verstehe, aber gut. Der wird halt irgendwie, der wird erst steil und dann flach. Was anderes. Aber es war richtig gut. Jetzt laufen wir am Rafting vorbei, das haben sie letztes Mal auch nicht gemacht.
wusste gar nicht, dass es einen Soundtrack hat. Anyways, wir gehen jetzt zum Powered Coaster. 2-2. Jetzt fahren wir Runaway Mine Train, der Mack Rides Powered Coaster hier vom Park. Ich finde es auch so wild, dass er hier so Stützen hat, aus Holz gebaut, und darüber fährt. Das ist richtig cool. Es gibt auch eine Besonderheit bei dem Ding, weil das kreuzt das Rafting im Tunnel. Das ist richtig wild gemacht. One more time. Chill. Ich hab so gemacht bei der zweiten Runde. Ich hab gewonnen. Und das ist einfach nur Wahnsinn. Dieses Entertainment bei dem Powered Coaster ist der Hammer, oder Lukas? Das ist richtig gut. Nein, das ist Chiu-Chiu, hätte ich so sagen müssen. Ja, zum Layout noch von dem Powered Coaster. Aber ganz nett, du hast ein paar Hubbelwubbel drin. Also ein paar Camelbacks drin. Und das ganz coole ist halt dieses Treffen mit dem Rafting in so einer Kurve, dann in so einer S-Kurve auch noch, bist du ziemlich nach links und rechts gebasht. Und dann fährst du da halt schon im Tunnel so bei den Rafting-Dingern vorbei. Ist sehr cool. Chiu Chiu. Chiu Chiu. So, wie nennst du es immer, das Land? Celebibis. Celebibis. Celebibis Land vorbei. Gehen wir jetzt zum Maurer Spinning Coaster Spinball Wizard. Auch hier wieder super geiler Soundtrack, hat zwei so Immelmann-Turns, die sehr cool sind. Und war mal zu Sonic thematisiert tatsächlich. Man sieht auch immer noch Dr. Eggman auf so einem Bumper. Das ist echt witzig. Aber ja, ich habe die als sehr spaßig in Erinnerung. Und vor allem dürfen da nur drei Erwachsene mitfahren. Und das heißt, wir spinnen uns. Auch Spinball Wizard haben wir geschafft. Fast keine Wartezeit, direkt rangekommen. Ja, also Dreierbeladung ist bei dem Ding wirklich krank. Du drehst dich so gut, du hast so abrupte Abfälle. Du hast so abrupte Drops, dass die irgendwie auch dann mal in einer S-Kurve nach unten gehen oder so. Und du hast sogar da hinten in diesem Immelmann-Turn sogar ein bisschen Airtime gehabt. Das ist echt krass. Also richtig, richtig geil, das Spinning Coaster, auch wieder hier mit richtig coolem Soundtrack, macht richtig Bock. Und man hat Dr. Eggman gesehen. Also definitiv einer der besseren Maurer Spinner mit Abstand. Ja, Lukas, jetzt geht's ab. Müssen wir da nicht rein? Lukas, ein Celebrity Land. Wow. Ja, das Highlight schlechthin hier im CBB Land oder wie Lukas sagt, Celebrity Land, ist Octonauts Rollercoaster Adventure, ein Junior Coaster von Samperla. Ja, ganz süß sieht der aus. Der Zug, der ist auch echt niedlich, den zeige ich euch gleich mal. Aber außer einem Wasserspritzeffekt im Wal ist das Ding jetzt nicht super. Also Octonauts hat gerade geschlossen, deswegen gehen wir jetzt weiter in den X-Sektor
zu den zwei nächsten Highlights hier im Park. Einmal Oblivion, der erste Dive Coaster der Welt, und einmal Smiler, die Achterbahn mit den meisten Inversionen der Welt. Für ganze 14 Stück sogar. Und ja, ich bin wieder gehypt, weil wenn man an Smiler hinuntergeht, das ist eine richtig geile Atmosphäre. Und dann in diese Käfig-Q-Line, das ist echt geil. Und man hört es schon hinter dem ganzen Wald jetzt hier. Direkt in den Towern befindet sich nämlich Smiler. Aber wir machen wahrscheinlich erstmal Oblivion. Jetzt geht's ab. Das ist so geil. Auch wie die sich immer duellieren, das ist so cool, wenn du da gleichzeitig abgefertigt hast. Geht jetzt auf Oblivion, der erste Dive Coaster überhaupt von B&M mit Achterreihen, aber auch nur mit zwei Gondeln, und die Bremse hier stoppt auch noch gar nicht so, wie man das kennt, sondern fährt einfach nur so ein bisschen langsamer und fällt dann runter. Also ist dadurch noch ein geilerer Drop eigentlich. Wir kommen aus Oblivion, auch wenn es nicht so aussieht, aber wir kommen aus Oblivion. Der Ausgang befindet sich nämlich hier in der Arcade. Ja, wow, also das Ding ist echt nicht lang, aber dieser Drop da, das ist einfach nur der Wahnsinn. Also der Anna hat gar keine Luft mehr bekommen so schnell. Also so lange dauert der Drop, das ist so krank. Du fällst hier zwar nur 20 Meter, aber in dem Tunnel sind einfach noch mal 30 Meter nach unten. Ich kann euch mal hier... Hui, 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 hui. Ja, okay, man sieht hier gar nichts, aber es geht noch mal 30 Meter runter. Das ist echt heftig. Und das schmeckt. Lange das auch noch hörst, ne? Ja, das ist so ein Wumms, der dahinter ist, ey. Also so ein guter Drop, auch so eine massive Schiene einfach. Das ist so krank. Das ist so. Was? Ja, macht aber Testfahrten. Einfach nur Hammer. Also mit einer der besten Drops, die ich kenne. Der hört einfach nicht auf. Lukas, willst du eigentlich noch was zu Oblivion sagen? Gute Bahn, sehr starker Fall, der gefühlt nicht aufhört. Ja, das ist, ist schon cool. Das ist echt ein anderes Level. Also ich glaube, der Drop insgesamt hat irgendwie 54 Meter. Und der Lift ist irgendwie 18 oder 19 Meter hoch. Das ist so crazy. Also wie tief dieser Tunnel ist, geht nie rein, ey. Das ist so bedrohlich. Also das, was diese Musik alleine ausmacht, ist der Wahnsinn, ey. Und hier haben wir die Foltermaschine, die dich zum Lachen bringt. Das ist doch so Banane.
Ganz anders, du stehst quasi nur auf dem Kopf. Es gibt zwar drei Stellen, wo die schon einen Schlag verpasst, aber stört mich jetzt persönlich nicht so. Aber ihr fand die Fahrt auch super, oder? Ja. Ist mal was komplett anderes einfach. Und das wirkt einfach so bedrohlich, wenn du da anstehst und so. Das ist so cool.
Und du bist so lange unterwegs und wenn sich die Züge dann noch dolieren, wie bei uns in dem Fall, da konnten wir hier einfach dem anderen Zug winken. Das war richtig geil. Also so eine geile Achterbahn. Auch zwei richtig gute Airtime-Hills hier vorne. Hat Spaß gemacht. So, dann geht's mal weiter hier. So, jetzt sind wir im letzten Themenbereich angekommen, dem Dark Forest. Hier befinden sich auch zwei Achterbahnen, Rita und 13. Aber 13 scheint irgendwie den ganzen Tag noch nicht aufgehabt zu haben. Rita ist im Gegensatz dazu auf. Und wir haben hier quasi einmal Desert Race stehen. Nur mit dem Unterschied, dass hier im letzten Part direkt die Bremse kommt, anstatt noch ein Hill. Aber sonst ist das Layout identisch. Ja, dann gucken wir mal, wie viel hier los ist. Ja. Oh, der 13 Soundtrack. Das ist 13 theoretisch, aber ja. Da ist ein Zaun davor. Sollen wir mal die Mitarbeiter vielleicht fragen? Ja, ich würde es erst bei 20 Minuten. Ja, erstmal Rita fahren. Okay, Umentscheidung. 13 hat aufgemacht und das ist zehnmal besser als der Bilder. So. Also 13. 13 ist ein Intermin Multidimension Coaster. Nicht spoilern. Nee, ich spoiler nichts. Kannst du nachmachen. Und war der erste seiner Art. Ich spoiler danach. Das Komische bei dem Ding ist halt nur, es ist ein Family Coaster mit einem Horror-Theming. Und der Soundtrack ist auch geil. Hier schreit auch dauernd immer wer. Und jetzt hat es gerade aufgemacht. Gerade im Moment, das allererste Mal. Und ich habe es gehört. Und ich so, nee, ciao Rita, weil Rita ist so langweilig, also ich mag ja Desert Race auch nicht so. Und 13 ist einfach geil. Vielleicht schon, was der Effekt angeht. Und Lukas auf Kamera haben. Ich sehe schon was, was mich sehr an eine. Ja, wir lassen das unkommentiert. Och, Liebe geht raus für 13, ich liebe das Ding so. Es ist so smooth, es ist so effizient, es ist so cool gemacht. Jetzt kommt auch der Spoiler. Das Ding besitzt nämlich einen Freefall-Track, wo man einfach mal ja, so 5 Meter nach unten droppt. Und das ist sehr geil. Also es wird auch sehr cool aufgemacht mit so einer Bretterbude und ja, so Gruselthema und sowas. Dabei kommt noch so ein Luftstoß, also das ist so cool gemacht. Dann auch noch der Rückwärtspart, der dich ordentlich in der Kurve immer so einem fast schon so ein Quadruple ab, so hochjagt in der Kurve. Das macht so Bock, das ist so eine coole Achterbahn. Oh, und das vollkommen im Dunkeln durch, also das ist so cool. Lukas fand auch richtig gut. Ja. Richtig toller also, Family Coaster. Der Freefall-Part ist sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, besser als der im Legoland. Ja, das finde ich auch. Ist einfach geiler aufgemacht und sowas. Nur was halt absoluter Quatsch ist, ist auf der First Drop hast man einfach Drim Brakes eingebaut. Das versteht das so ein ganz komisches Fahrgefühl, wenn du so runterfährst und einmal so stockst. Das ist ganz komisch. Gut, dann ja, dann machen wir jetzt halt nochmal Rita. Also mal Rita. Das ist echt lucky gewesen. Wir waren jetzt mit der, ich glaube, zweite oder dritte Zug waren wir bei 13. Oh, richtig tolle Bahn. Und jetzt sind wir hier wieder bei Rita und es ist leer. Da steht einfach niemand mehr. Lucky Punch für uns. Achso, Anne, wolltest du noch was fürs 13 sagen? Ich fand's mega krass geil. Ja. Was wir jetzt hier in der Park stehen, es war vorher schon ein bisschen gespoilert mit dem Feed, also dem Drop-Element, aber wussten, dass die Bahn weitergeht, finde ich auch sehr was? Cool. Was? Da war eine Bahn. Ich hab gesagt, ich wusste nicht, dass es rückwärts weitergeht. Achso, ja, das ist geil, ja.
So, Rita auch erledigt und heilige Scheiße. Das war intensiv, also das ist krasser als Desert Race gewesen, fand ich. Ja, war ein bisschen mehr Greyout gewesen. Ja, also erstmal Greyout in der Kurve, dann die Airtime auf dem ersten Hill, fand ich super stark. Und den Lounge, ich fand den Lounge krass. Das war ein schöner Lounge. Alter, das ist ja nicht anders überall. Also ja, ich bin Desert Race im April jetzt gefahren und fand den ist ein bisschen kraftvoller. Nö, also war keine schlechte Fahrt, aber war halt echt intensiv. So, und jetzt wollte ich mal von unserer Glückssträhne erzählen. Weil 13 hat er eröffnet, dann sind wir aus der Queue von Rita raus, haben einfach 13 mit 5 Minuten Wartezeit nicht mal gehabt. Sind dann Rita gefahren mit Wartezeit 15 Minuten oder sowas und sehen jetzt von Rita aus, dass 13 irgendwo stehen geblieben ist. Was für ein Luck hatten wir bitte? Vor allem die zwei, die sind das Ding ja noch nie gefahren. Und jetzt hat Rita irgendwie 45 Minuten Wartezeit. Ja, aber ich hatte ja auch schon dann 13, als wir im Wagen saßen, haben die eine Durchsage gemacht, dass jetzt schon 45 Minuten Wartezeit hat. Alter, also was für ein Luck haben wir. Das ist so krass. Jetzt kommen wir mal endlich zu einem Ding, was auch neu für mich ist. Also abgesehen von Nemesis Reborn, aber die Fahrt, die kannte ich ja quasi auch schon. Aber jetzt kommen wir endlich zum 2021 neu eröffneten Dark Ride Gangster Granny the Ride in der World of David Williams. Jetzt geht's ab. Und da steht tatsächlich noch so ein Kirmes-Flatride, der hier 3 Jahre gestanden hat. Ein Scrambler. Richtig cool. Bin ich auch noch nie gefahren, ein Scrambler. Das Gangster Granny. Ja, David Williams einfach hier ganzen Themenbereich. Ist ja wild. Und ich bin jetzt echt gespannt auf den neuen Dark Ride. Er ist 3 Jahre alt, Freunde. Da ist er. Ich bin gespannt, was kommt. Das war komisch. Anne, du hast doch gerade... Storyline-mäßig. Ich meine Storyline-mäßig. Finde ich einen richtig krassen Dark Ride. Du hast gerade gesagt, das ist außerhalb von Disney einer der besten. Ja, Storyline-mäßig meine ich auch. Okay. Ich hab's nicht verstanden, warum man mit der Oma Juwelen klauen geht, aber... Ja, aber ich fand, es war ein richtig krasser roter Faden da drin. Und weil du durch jeden Raum einfach mit... Also die Storyline ging halt weiter, es gab keine Unterbrechung oder sonst irgendwas. Willst du in die Oma rein? Ja. Ja, also es ist schon echt viel mit Screens gearbeitet, aber die werden schon wild eingesetzt. Es gibt auch ein paar coole Effekte, wie zum Beispiel... Ein Seifenblaseneffekt, der unter Wasser kommt, der ist ganz cool und es sind auch echt viele. Aber auch sehr viel Mapping und Bildschirme werden da drin benutzt. Ich finde, der ist schon witzig. Es gibt auch echt ein paar witzige Passagen. Zum Beispiel dieses hier, the walls. If you're a thief, you're not the walls. Das ist schon geil. Es gab noch die ganzen Windeffekte, es gab Duftstoffe. Ah ja, stimmt. Also ja, es ist schon viel vielseitig, das Ding, aber es ist halt sehr plastisch. Also ja, nein, es ist schon sehr so 2D-mäßig. Also es ist kein ausgereift thematisierter Dark Ride. So. Ich finde aber das 2D-mäßige, was ist ja auch nicht, ob das ja noch ein Buch oder irgendwas, ich finde das 2D-mäßige ist aber super dankbar, weil dadurch die Qualität gut erhalten werden konnte. Auch bei Jim, auch mit dem Simulator. Also Simulator, ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Das war ja im Gegensatz zu, keine Ahnung, Snorri, war das hier die Auflösung des Tausends. Ja, bei Snorri stehst du aber auch so davor gewählt. Weil die Auflösung seit diesem Jahr besser ist bei Snorri. Echt? Ja, die haben neue Beamer drin. Oh. Mein Gott. Also es sind nicht mehr ganz so schlimm. Nein, es war jetzt nicht schlecht. Das ist ein Screen Dark Ride, also das war mit zwei, ja. Weil man zu vielen Screens gab. Das fand ich so. Es war schnucklig. Es war schon ganz witzig. Richtig cool, Dark Ride. Alles rein, okay. Ich bin richtig geil. Ich weiß gar nicht, was wir haben. Okay. Nee, ich fand den ja eigentlich nicht schlecht. Ich fand den okay. Ich fand die Story halt, also ich kenne das nicht, aber das ist halt schon weird, dass du mit deiner Oma Juwelen von der Königin klauen gehst. Jedenfalls gehen wir jetzt weiter, die wollen auch immer noch Octonauts mitnehmen. Vielleicht schmeiße ich mich dann nochmal in Smiler rein. Mal sehen. Und dann unbedingt Curse of Hutton Manor. Wie war denn das großartige Octonauts Adventure? Also ich würde sagen, aber die Mitarbeiter waren richtig witzig. Ja, echt gut. Welcome to the fastest ride in this park. Ja, und dann hat er zu mir gesagt, von wegen so, ja, wenn du Angst hast, sag Bescheid, wir können den halt anhalten. Aber der Zug sieht süß aus. Ja, der ist richtig hübsch. Ich fand die Sitzposition recht unbequem. Das Bügel. Ja, ja, ich finde die Strecke ist auch nichts sagen, weißt du, das ist auch so. Halt für einen Kinderpark. Kinder. Für einen Kiddie kostet das nichts. Ja, das schon. Smiler war trotzdem besser. Für uns geht es jetzt zu der Neuheit von letztem Jahr. The Curse of Alton Manor ist ein Dark Ride, der vorher ein interaktiver Dark Ride war. Duel hieß der. Ich weiß es nicht, ob der immer noch interaktiv ist. Das sehen wir jetzt.
aber wurde jetzt noch gruseliger gestaltet. Also Merlin-typisch halt. Und ja, wir sind gespannt. Ich glaube, das könnte echt gut werden, weil ich habe Duel schon als sehr gut in Erinnerung. Das gibt mir schon echt derbe Phantom-Männer-Vibes. Das sieht schon wild aus. Okay, die Q-Line geht durch den Wald, das war letztes Mal nicht so. Ja, wild. Was ist gerade passiert? Also ganz von Anfang an, als ich bin Duel gefahren, das war okay. Und dann kommen wir hier raus und dann ist es einfach eine der besten Dark Rides, beziehungsweise Geisterhäuser, die wir hier gefahren sind. Also, das war auch so lang. Es ist übel lang. Es sind Scare-Effekte bis zum Gehtnichtmehr da drin. Es sind große Effekte, es sind Animatronics, es sind Effekte, die du so noch nicht gesehen hast. Dass das jetzt so ein Highlight wird, das hätte ich jetzt. Alter, das hätte ich niemals gerechnet, dass es so stark wird. Ich bin gerade ehrlich geflasht und es ist echt wirklich einer der besten Dark Rides in Europa. Also klar, ich übertreibe jetzt vielleicht ein bisschen. Disney und Efteling gehen immer noch vor. Aber das kommt. Das ist super, das ist echt gut. Also ich will nochmal gerade den krassesten Effekt kurz spoilern, weil der hat mich echt so gekriegt und den fand ich so creep. Das ist so ein langer Spiegelraum und dann fährst du da halt so rein. Es passiert am Anfang halt kurz was, dann fährst du und ich gucke irgendwann nach rechts und da ist halt auch so ein, das gleiche Gefährt, was wir haben und fährt halt so parallel mit uns und dann sitzt halt dieses kleine Mädchen in diesem Auto und guckt so uns an, so, das war so creep. Und es gibt auch so einen riesen Puppenkopf, der dich dann so anguckt und so. Generell, es gibt echt viele Jumpscares, die von irgendwelchen Ecken rausgesprungen kommen. Krasser als die Dämonengruft. Also was zur Hölle ist die Dämonengruft? Das ist ein popeliger Witz hiergegen. Das ist ja, das ist peinlich. Also das war also so lang, so kranke Scares. Die Kulissen waren auch einfach da, krank. Ja. Und es hörte nicht auf. Es ging immer weiter und weiter. Super viel Nebel gearbeitet mit Dunkelheit. Das ist so krass. Ja, das hat ein bisschen mehr die Dämonengruft. Wir fahren jetzt nochmal. Ich komme immer noch nicht drauf klar. Also vielleicht übertreiben wir jetzt ein bisschen, aber ich habe halt nichts erwartet, weil der Duel war halt nur okay höchstens. Aber das? Am Anfang, das ist halt am Anfang auch so richtig so alt und ein bisschen, also nicht ramschig, aber du denkst ja, halt nein, so, das ach, stimmt. Ja, komm. Du stimmst halt, da kommt jetzt halt sowas wie, keine Ahnung, Dämonengruft halt so. Ja, oder wie damals hier das Geisterschloss im Holiday Park oder so. Also du hast so einen Altcharakter. Naja, das war ja aber noch nostalgisch wenigstens. Ja, aber es ist halt so altmodisch und so. Boah, ein Panzer. Ja. Und aktuell. Und dann kommt ja dieser Tunnel schon, wo du denkst, what the fuck, ist das hier? Stimmt! Jetzt hast du gespoilert. Den habe ich gerade gar nicht erwähnt. Ich hab nur gesagt, ein Tunnel ist ein Tunnel. Ah ja, okay, stimmt, das stimmt einfach. Ist ein Tunnel. Stimmt. Ja, ist ein Tunnel. Ist ein Tunnel. Guter Tunnel. Nee, und dann die Effekte und dann die ganzen Jumpscares. Apropos Effekte und Jumpscares, ich glaube, davon gibt es jetzt noch ein paar. Weil wir machen jetzt Nemesis Subterra. Das kann ich euch noch gar nicht so sagen, was es genau ist. Aber es ist eine Art Theater und das soll wohl echt gut und echt krass sein. Ich bin sehr gespannt, was jetzt kommt. Worum es hier geht, wissen wir auch noch nicht genau. Ich weiß echt fast gar nichts über das Ding. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß nur, dass es gut sein soll. Also ja. Das war ein Jumpscare, würde ich sagen. Also, ich wusste, dass das. Also, Spoiler jetzt mal kurz. Ich wusste, dass das sowas ist, wie zum Beispiel Alien Encounter auf der Kirmes. Aber das ist. Wusste ich nicht. Also, es sieht auch im ersten Moment so aus. Du hast halt so einen Raum mit vier Gondeln, die augenscheinlich auf dem Boden liegen. Und man sieht halt diese Rückenpiekser als Effekt. Und man sieht auch diese Schlangen am Fuß, die dich kitzeln. Aber also es geht erstmal darum, dass du ein Ei unten im Untergrund von Nemesis entdeckt hast. Und ja, da fährst du irgendwie dann hin. Und dann siehst du, dieses Ei ist vorne im Raum. Und alle haben diese Gondeln, wo sie mit Bügeln sitzen.
und auf einmal bricht das Ei aus und du droppst einfach so gute 5 Meter nach unten und das kam so unerwartet. Das war ein echt guter Drop. Dann stürzt du quasi in so eine Höhle rein, wo Nemesis halt ist. Und der versucht die ganze Zeit runterzuziehen und so, das ist so gut. Also, boah, krasse Attraktion. Geht dann auch noch ein bisschen mit einem Walkthrough-Part ein bisschen weiter, mit einem Aufzug, der dich hoch und runter fährt. Sau gut gemacht einfach. Also sollte man noch definitiv mitnehmen. Schon echt cool. Jetzt sind wir hier wieder. Wollt ihr nochmal fahren? Oder Galactica. Oh. Nemesis hat auch Gefühle, du. Nemesis hat auch Gefühle. So, unser erster Tag Golden Towers ist jetzt zu Ende. Es geht aber morgen nochmal weiter. Ich füge euch dann noch die Szenen vom Rafting ein, wie wir das fanden und so. Weil das haben wir heute nicht geschafft und mal sehen, ob wir morgen noch irgendwas Neues machen. Dann schneidet es auch noch hinten dran. Deswegen kommt die Verabschiedung erst morgen. Habt ihr denn schon mal ein Fazit vom Park? Wunderschöner Park, bester Merlin-Park bisher. Also, ja, ist auch, sag ich auch, bester Merlin-Park. Guter Park, fällt mir richtig, richtig gut. Also diese Achterbahn-Collection hier, die ist halt einfach krass. Ja, und dann noch die Kulisse dazu. Also dass du so mitten im Wald bist und dann hast du noch die Towers, das ist halt einfach krass. Und ich finde absolut nicht Merlin-typisch. Nee. Du hast hier sehr gute Operation, sehr gutes Theming, gute Rides, verdammt vielfältig. Und ja, okay, zum Essen können wir nichts sagen. Die Toiletten sehen halt nach Camping aus. Aber ja, ich finde es einfach nur geil. Ja, ihr auch. Ja. Und wo sonst noch irgendwas? Ah, tolle Dark Rides. Wow. Ja. Alter. Und Attraktionen, die man auch nicht so überall trifft, wie zum Beispiel Nemesis Top Terror. Was wäre in eure Top 3 hier im Park? 13, Smiler und The Curse of Morgana. Echt? Twist of the Earth 3? Es ist nicht nach Reihenfolge Top 3, sondern ist in den Top 3 drin, weil für mich ist die Bar wirklich, oder das aktuell schon sehr, sehr weit drin gewesen. Ja. Weil es halt so ein Wow-Moment ist. Wenn du das Ding wahrscheinlich 10-mal fährst, ist es wahrscheinlich nicht mehr in den Top 3, aber das stimmt. Der erste Wow-Moment war schon. Die erste Part war richtig krass. Ja. Das stimmt. Also ich finde Galactica halt auch übel cool, obwohl es halt nichts krass Besonderes ist. Ich habe wieder das Theming halt ein bisschen. Also, wenn die noch ein krasses Theming oder ein gutes Theming dabei. Gut, die Station sieht halt wirklich eine Brotdose aus, ja, das stimmt. Ja, und du hast halt draußen einen Ring, wo du einmal, also ja, das Portal eins einmal durchfährst, aber ansonsten ist es echt eine gute Bahn. Aber die muss ich einfach mal fahren und die nochmal, also ich habe nicht mehr die beste Erinnerung daran. Ja, aber doch mit 13 und Smiler geht auf jeden Fall mit. Ja. Was dann auf der 3 kommt, ist halt schwierig. Also die haben hier echt gut, viel Gutes stehen. Ich fand jetzt auch Nemesis Subterra wirklich gut, auch wenn es ein bisschen kurz war. Aber für das, was es ist, ist es gut. Also echt gut. Gut, das war's dann für heute. Alles Weitere kommt dann ab jetzt. So. Wir haben mittlerweile Tag 2 und sind jetzt hier am Rafting angekommen. Congo River Rapids heißen die Dinger, glaube ich. Probieren wir erstmal das Rafting aus. Hat auch ein Soundtrack, wusste ich gar nichts von. Willkommen vom Congo River Rapids. Ist ein sehr altes Intermin-Rafting mit ganz komischen Booten noch. Man hat da gar keine richtigen Sitze und die maximale Personenangabe ist irgendwie 7. Hä? Das sind irgendwie 6 Sitze, nehmt ihr 8? Ne, 6, 2, 4, 8? 8. Ja, sind schon 8 Sitze. Also ich bin auch da, hallo. Ah, ja, habe ich schon gerade erwähnt. Aber es ist sehr lang tatsächlich, hat auch ein paar Wellen, wo man echt nass werden kann. Geht bei uns jetzt, aber gerade auch die Wasserfälle können extrem nass werden. Also wenn man da blöd reinfährt, ja, es kann schon nass werden. Was ganz cool ist, ist hier halt mit dem Powered Coaster die Interaktion in dem Tunnel. Aber ja, ansonsten ganz okay. Das Rafting ist halt ein mega altes Teil. Ich glaube von 82 oder so. Nach Piranha wahrscheinlich direkt das zweite in Europa.
Ja, aber war ganz okay. So, wie ihr seht, ich bin nicht mehr in Alton Towers. Wir sind jetzt im nächsten Hotel. Ich habe ein bisschen vergessen, das Outro zu machen. Deswegen kommt das jetzt. Ich sage hier nochmal auf jeden Fall, das ist einer der Top 5 Parks für mich in Europa. Also es ist so ein geiles Ding. Es gibt so ein geiles Achterbahn-Layout. Line-Up. Man hat nämlich Smiler mit den 14 Inversionen. Man hat Oblivion mit einem richtig starken Drop. Man hat Wickerman als richtig guter Woody. Man hat Galactica als weltweit ersten Flying Coaster. 13, was eine richtig spaßige Familienachterbahn ist mit einem Horror-Thema. Das ist ein bisschen fragwürdig, aber richtig spaßig mit dem besonderen Element. Also das wird ihr ja kennen, aber... dann jetzt mit Curse of Alton Manor und Gangster Granny hat man zwei ganz coole Dark Rides. Vor allem mit Alton Manor, das ist ein super Dark Ride. Also sind wir Ultra-Fans geworden von... ja, aber allgemein, also ich weiß nicht, wie die Öffnungszeiten von 10 bis 17 Uhr haben können. Das ist so unfassbar. Also für so einen Riesenpark, der muss mindestens bis 18 Uhr aufhaben. Du schaffst sonst nicht alles, was du... Also das geht nicht. Also der muss länger auf sein. Das kann nicht sein. Also die haben teilweise Öffnungszeiten von 10 bis 16 Uhr. Das ist ein Witz. Das ist ein großer Witz. An für sich ist der Park trotzdem super. Man merkt nichts von Merlin. Immer wenn was down ist, dann ist es in 20 Minuten wieder fahrbereit. Das ist... absolut krass. Die Gärten sind wunderschön. Das ist ein riesiger Park mit super toll thematisierten Attraktionen. Die wirken total krass. Also wirklich einer meiner Lieblingsparks. Und auch, ne? Das ist ein toller Park, oder? Das Problem ist, dass dein Bildschirm schwarz ist. Aber ja. Ne, der nimmt auf. Okay. Ich fand's richtig toll. War ein echt schöner Park. Ja. Hat mir sehr gut gefallen. Doch, ist sehr toll. Ne, aber ansonsten auch das Hotel hat uns sehr gut gefallen. Das war auch mal eine coole Erfahrung. Ja, die Family Game Show war super. 15 Pfund jeden Abend gewonnen. Und gemerged wurde auch ordentlich. Das war's dann jetzt für dieses Video. Ich sage danke fürs Zuschauen. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Abonniert mich gerne, wenn ihr möchtet. Und bis zum nächsten Mal. Da sehen wir uns aus dem Legoland. Und bis dahin. Ciao.